Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Was können wir alle dagegen machen, dass es in unserer Gesellschaft weniger Rassismus gibt, weniger Abwertungen und weniger Diskriminierung? Und was bedeutet es überhaupt, rassistisch zu sein? Was ist Rassismus überhaupt? Ich bin nicht Rassistin, aber das ist das Thema des heutigen Podiums, das ich noch ganz herzlich dazu begrüße. Ja, hier meine drei Podiumsgäste. Einerseits der Mado Kambengele. Er ist 27 und ist sowohl in der Stadt Bern, nicht Thun, tätig und ist in verschiedenen Kollektiven engagiert, sei es über Kunst, Widerstand, Diskriminierung etc. Weiter haben wir Payal Parekh, sie hat indische Wurzeln, der Mado übrigens kongolesische. Und Payal ist Klimawissenschaftlerin. Sie ist auch, ja? Indische Wurzeln, ich komme aus Indien. Okay, sehr gut, merke ich mir in dem Fall. Merci. Genau, und du bist Klimaaktivistin, Aktivistin auch sonst, und bist auch bei «Wir alle sind Bern» mit dabei. Und zuletzt der Jesse Rich, der ist 31, ist Sänger und Musikproduzent und hat ebenfalls kongolesische Wurzeln. Und in seinen Texten redet er auch über Rassismus und über weitere Themen. Das ist das Podium im Rahmen der Aktionstage gegen Rassismus 2023, organisiert von UND Generationen Tandem. In der Technik haben wir Yves Brücker und Samuel Müller. Und Moderation machen wir, Damina Rocci. Und noch anständig herhocken wäre auch noch das Thema. Voilà! Cool, also legen wir los. Ich fange direkt an mit einer kleinen Einsprecherfrage an alle hier drinnen, aber insbesondere an euch drei. Unterschiede. Was sind Unterschiede zwischen Menschen? Was machen Menschen eigentlich aus? Wie werden Unterschiede zwischen Menschen wahrgenommen? Es kann etwas mega positiv sein, die einen Haare sind schöner als die anderen, was auch immer, kann aber auch negativ sein. Wie kennt ihr das Thema? Und wie hat es euch auch schon begleitet? Wie nehmt ihr Unterschiede zwischen Menschen wahr? Ich denke, Payal, ich frage dich direkt, wie ist das bei dir? Ja, ich habe es auch in mehreren Ländern gelebt, in Deutschland, in Indien, in den USA, und ich würde sagen, egal in welchem Land du bist, es hat einfach, jede Person hat einen anderen Charakter, oder? Und du hast Leute, die sind ein bisschen kantig, manche Leute sind ein bisschen laut, manche Leute sind schüchtern, das hast du überall. Und das ist einfach unabhängig von Kultur. Und das Zweite, was wir haben, ist natürlich Kultur. Und Kultur ist ein Begriff, das ist ein bisschen schwierig, zu erklären, aber es sind manchmal sind Zeugs wie ich merke bei meinen Freunden und Freundinnen in Bern, die nicht aus Europa sind oder globalen Norden, sagen wir Australien, Neuseeland, ich kann einfach vorbeikommen. Und wenn sie Zeit haben, super, wenn sie nicht Zeit haben, es ist auch nicht so tragisch. Die sagen, ah, oh, Scheiße, ich würde gerne mit dir schwätzen, aber es ist einfach ungünstige Zeit. Oder? Und mehrheitlich bei Freunden und Freundinnen aus dem globalen Norden ist das ungewollt und unangenehm. Und bei Freunden, die so Sekondos sind, es ist irgendwo in der Mitte. Man weiß nie genau, wo sie stehen. Und es ist weder schlecht oder gut, oder? Es ist unterschiedlich, einfach. Es ist unterschiedlich. Und wie das geht, wenn die Unterschiede, mit denen wir einfach geboren sind oder haben von unserer Familie, denn uns trennt, ist das schlecht. Und ich muss sagen, ich komme aus der Obermittelschicht in Indien. Ich bin von der Mehrheitsreligion Hindu. Ich bin von der oberen Kaste. Ich glaube, viele von euch wissen, dass wir leider eine Religion haben, wo es ist eine Hierarchie. Und was heißt das in Indien? Das heißt, ich bin eigentlich wie eine weiße Frau in der Schweiz. Sehr viele Privilegien, aber in meinem Land sind Leute, die in meinem Haus zum Beispiel arbeiten, aus der unteren Schicht, anderer Religion. Eigentlich nämlich Muslime. Wir sind das zweitgrößte muslimische Land und die sind extrem diskriminiert, denn wir haben auch so UreinwohnerInnen, Adivasis, die wir haben sich so gezwungen, im Wald
zu wohnen. Und jetzt natürlich, weil Indien wächst, Wald wird abgeholzt und die haben immer weniger Platz zu leben. Und diese Leute, alle diese Leute werden diskriminiert. Und es geht nicht nur darum, dass jemand sagt, ich mag dich nicht, weil du bist unberührbar. Das ist schlimm genug. Aber es heisst, es ist strukturell. Du bewirbst dich für einen Job und jemand sieht deinen Namen und findet, oh nein, sie ist Muslimin oder Ureinwohnerin, vergiss es, keine Chance. Oder es werden Gesetze gemacht, sodass du immer weniger Freiraum hast, immer weniger Chance, sodass Leute wie ich oder in der Schweiz, so weiße Leute, können mehr Macht haben. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist an Rassismus. Und diese Unterschiede zu denken, ist, dass du kannst diese teilen und beherrschen, oder? Mhm. Teilen und beherrschen machen. Und du machst das, weil dann die Macht haben, können noch mächtiger sein oder können mächtiger bleiben. Und das ist schlussendlich, egal ob du bist in Indien oder du bist hier, es geht um Macht. Und das ist, wo ich das schon, als ich ziemlich jung war, so 19, das gelernt habe, auf einer harten Probe. Ich bin in einer Bewegung gewesen, wo wir gegen einen Staudamm gekämpft und sehr eng mit Ureinwohnerinnen gekämpft. Und dann bin ich konfrontiert worden mit meinen Vorurteilen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es interessant, ein bisschen von Indien zu hören. Absolut. Das ist nicht nur hier, es ist überall leider in der Welt. Ja, das ist hyperspannend, wenn ich in meinen Worten darf sagen. Das ist extrem spannend und das wird sicher auch im weiteren Verlauf der Diskussion noch eine Rolle spielen. Das Stichwort struktureller Rassismus ist gefallen. Marto, soweit ich weiss, beschäftigst du dich auch mit diesem Thema. Vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen. Vielleicht, du bist auch in der Schweiz aufgewachsen, von klein auf sofort hier gewesen. Wie hast du das in der Schweiz wahrgenommen? Jetzt vielleicht im Verhältnis zu Indien auch? Ja, ich habe es jetzt mega spannend gefunden und ich wollte es nochmal unterstreichen, auch das, was Payal gesagt hat, mal zwei. Also wirklich mega gut, ein bisschen Gänsehaut. Betreffend eben strukturellen Rassismus oder eben betreffend Unterschiede ist meine Haltung oder meine Gedanken, die häufig kommen, so ein bisschen die Frage vom Normkörper. Was ist die Norm eben in der Kultur und in der Gesellschaft und wie fest weiche ich von Norm ab oder wie fest gehöre ich zur Norm, weil zum Beispiel ich bin jetzt zwar dunkelhäutig, schwarz, aber ich bin ein Mann. Und dann ist dann schon mal eine ganz andere Dynamik, die noch dazukommt. Und jetzt eben, wie tue ich mich in gewissen Situationen verhalten oder auch nicht, wenn schaue ich her, wenn nicht und ja, das kommt mir entgegen. Betreffend Struktur, hat eben auch Paya schon recht viel gesagt, ist halt effektiv so, dass es halt gesetzliche Hürden gibt, wo erschaffen worden sind. Also Präambel sagt ganz, ganz viele mega schöne Sachen. Wir sind alle gleich, wir sollen alle das Gleiche, wir dürfen alle das Gleiche. Aber es ist effektiv durch andere Gesetze, wird es so ein bisschen ausgehoben oder werden Hürden erstellt und aufrecht gehalten, die dann ja, einen ganz grossen Teil ausschliessen. Und dieser Ausschlussmechanismus finde ich mega spannend, weil halt auch die Frage ist von Objekt und Subjekt. Also, wenn es Gesetze gibt, wo wir zum Objekt machen, ja, ist halt ein ganz anderer schwerer Stand, als wenn ich Subjekt wäre. Genau, so etwas zu dem. Ja, das ist auch wieder eines etwas mega Spannendes. Ich finde auch der Unterschied, eben, wann bin ich Objekt, wann bin ich Subjekt in dem Sinn. In welchen Kategorien bin ich auch betroffen? Wenn wir jetzt mal in Kategorien und in Schubladen denken, eben, du hast gesagt, du bist vielleicht dunkelhäutig, aber du bist ein Mann. Ich bin vielleicht weiss, aber ich bin eine Frau. Also ja, weiss mit Hintergrund, aber gleich. Genau, von dem her, das ist schon extrem spannend, wie du das in der Schweiz auch gelebt hast. Vielleicht du auch noch, Jessie, du hast von beiden Seiten etwas, also Schweizer und kongolesische Wurzeln. Wie war das bei dir in dem Sinn? Also du hast ja gleich wie beides immer gehabt. Für mich persönlich zum Beispiel, meine Eltern kommen aus einem anderen Land, ich bin hier auf die Welt gekommen, aber ich habe mich immer mehr Schweizerin gefühlt als Albanerin. Auch wenn ich eigentlich ganz Albanerin bin in dem Sinn. Genau, wie war das bei dir so mit beiden Seiten, mit beiden Schienen? Ja, da kann ich eigentlich mega dir anschließen. Also ich habe mich auch immer, also noch heute fühle ich mich sehr schweizerisch. Und ja, ich genieße eigentlich die Vorteile des Afrikanerseins, die schöne braune Haut und die schönen Kruseli und so. Und das ist auch das, was ich immer gehört habe, natürlich, als kleiner Bub. Oh, du bist herzig mit deinen Löckchen und oh ja, und das ist ja schön, Latte Macchiato-Farbe, so schön. Und, ja, und eigentlich redest du noch Deutsch, ja, wahnsinnig. Und ja, es sind einfach so die Sachen, die ich halt immer ein bisschen erlebt habe. Und ich glaube,
Ich habe das aber überhaupt nicht böse aufgefasst, oftmals. Also ich habe immer versucht zu unterscheiden, wie ist es gemeint, wie meint mein Gegenüber die Sache. Will es mich verletzen oder ist es mehr so, weil sie es einfach nicht kennt oder weil es einfach irgendwie vielleicht anders aufgewachsen ist oder einen anderen Haushalt genossen hat. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit Erziehung zu tun. Was bekommt man von daheim mit über? Oder? Wird man rassistisch erzogen? Wird daheim erklärt, der ist weniger gut als der, wo er so aussieht? Oder der kann weniger reichen, wo er von dort kommt oder die Religion hat? Und ich glaube, dort fängt sehr viel an. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter mir immer hat zeigt, woher ich komme. Also immer gesagt hat, du bist Afrikaner und du bist halt dunkel und das ist ein Teil von dir, aber du kannst wegen dem nicht weniger erreichen. Und du musst die anderen Leute auch nicht anders behandeln, wenn sie indische Wurzeln haben oder was auch immer. Jeder ist gleich und hat die gleichen Rechte und das Recht, das Gleiche dürfen zu machen und zu erleben. Und ich glaube, das ist das, was mir immer so ein bisschen die Kraft hat gegeben, rauszugehen, an meine Träume zu glauben und eigentlich mir gar nicht zu überlegen, bin ich jetzt dunkelhäutig oder nicht? Und ich bin das, glaube ich, auch sehr selten, wirklich selten, boshaftig darauf angesprochen worden. Also du oder so. Oder. Manchmal war es speziell, ich habe ja, Fachmann Gesundheit gelernt, ursprünglich, bevor ich dann zur Musik gewechselt habe. Und dann natürlich viel mit der älteren Generation zu tun gehabt, als Pfleger. Und dann bin ich zu den Leuten hey und da hat mich plötzlich ein 90-jähriges Frauen angeschaut. Oder? Ich bekomme ja plötzlich so einen dunklen Hund in die Wohnung und dann noch einen Mann. Also das ist natürlich völlig Kulturschock. Oder? Und dann, ja, guten Morgen, Frau Hugentabler. Ja, schön, darf ich bei euch sein? Ja, wieso redet ihr so gut Berndeutsch? Und dann muss ich sagen, ja, das ist doch herzig. Also das ist doch irgendwie nicht böse gemeint. Und dann hatte ich aber auch Teamkollegen oder Teamkolleginnen, die haben gesagt, die waren aber total erschüttert, weil sie so Reaktionen von einer 90-jährigen Frau bekommen haben. Und dann muss ich sagen, oh, man muss schon auch ein bisschen unterscheiden, wie das Gegenüber vielleicht Sachen meint. Das tut natürlich nicht schön reden, wenn eben jemand mal wirklich boshaftig jemanden angreift. Das geht gar nicht und das gehört einfach nicht daher. Aber ich finde, man muss wirklich auch ein bisschen unterscheiden, wie es das Gegenüber meint. Das ist mir das Anliegen. Ja, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Das also verweist eigentlich auf unsere erste Frage, nämlich was bedeutet Rassismus überhaupt? Also eben die Grenze von wegen jetzt alte Frauen finde ich komisch, aber herzig, aber ist okay. Sie kennen es nicht anders, sie ist so gross geworden. Ich nehme an, die ein oder andere unter euch, die so ein bisschen in meinem Alter sind, haben auch schon versucht, ihre Grosseltern zu überzeugen. Nein, los jetzt im Fall. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, nur weil Fleisch auf dem Tisch ist. Muss man nicht. Man darf. Sollte man vielleicht nicht, was auch immer. Und da ist es dann gleich der Grossvater, der sagt, nein, wenn ich meine Plätze Fleisch habe, dann ist gut. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch bei Religionen, Sprache, Kulturen, Migrationshintergrund oder nicht. Ab wann ist es Rassismus? Und das wäre die nächste Frage, die ich euch gerne stellen würde. Wie definiert ihr Rassismus? Was ist rassistisch? Ist es jetzt rassistisch, zum Beispiel eine Situation, eine Frau redet Hochdeutsch oder Berndeutsch oder was auch immer, dann bekommt man den Nachnamen zu lesen. Ich habe jetzt zum Beispiel, das Alltagsbeispiel, ich habe meinen Nachnamen einmal statt Rocjani Oric geschrieben. Wäre ich auf einmal Serbin gewesen oder etwas. Wenn jemand Frau Oric gelesen hat, die hat dann vielleicht Hochdeutsch mit mir reden. Einerseits kann man sagen, die kommen einem entgegen. Ist ja eigentlich gut, ist freundlich im besten Fall. In einem negativen Fall ist es einfach, die wird nie Berndeutsch verstehen. Ich rede jetzt ganz bewusst Hochdeutsch, wenn nicht sogar Englisch mit ihr. Und Peil, du hast mir von so einer Situation erzählt, wo man weiterhin Englisch oder Hochdeutsch mit dieser Person redet, nur aufgrund von Herkunft. Wie stehst du zu dem und ab wann, also wo sind für dich die Grenzen? Was ist Rassismus, was ist es entgegenkommen etc.? Es ist eine gute Frage und ich denke nicht, dass es gibt so eine klare Grenze. Das ist sehr kontextspezifisch, oder? Das ist auch so, wenn ältere Person, ich habe jemanden bei uns im Haus, er ist irgendwie 78 und ich habe ihn mega gern, aber er ist ein Rassist. Und erstens sagt, also er ist auch sexistisch, oder er sagt mir Modi. Ich meine, ich bin 49 und drei Viertel und er sagt mir noch immer Modi. Und er kann das nicht glauben, dass ich könnte
eine Doktorarbeit von einer renommierten Uni habe und so. Aber er ist alt und ich muss mit ihm leben jeden Tag. Und ich weiß, er wird das nie verstehen. Und okay, es ist okay. Und für mich, was es ist, ist, es geht darum, wirklich, es ist die Art von Rassismus, wo es wirklich ist, strukturell, oder wo man nicht anerkennt, dass okay, wir sind in einer Gruppe zusammen, in einem Verein, bei der Arbeit und vielleicht ein, zwei Personen kommen aus einer anderen Kultur und man kann nicht davon ausgehen, dass sie alle ungesprochenen Regeln verstehen. Und wenn das wird zu einem Problem, dass man einfach sagt, das muss man diskutieren, für mich das ist eine Art Rassismus, wenn du nicht wahrnimmst oder glaubst nicht, dass eine indische Frau schlau sein kann. Und ich habe es so oft von Schweizer und Schweizerinnen gehört. Oh, aber bei euch ist es so schlimm mit den Frauen. Ja, sorry, es tut mir leid. Ja, wir haben Probleme, aber ihr auch. 1971 haben wir eine Frau als Premierministerin. Ihr habt noch nicht wählen können oder abstimmen können. Sorry. Und das ist für mich ist wirklich die Art, wo es darum geht, mich zu unterminieren und andere und nicht zu glauben, was sie sagen. Die Kleinigkeiten wegen Berndeutsch oder Englisch, es nervt mich ein bisschen, aber ich kann damit umgehen. Und sowieso, mein Schweizerdeutsch ist nicht perfekt, das ist schon okay. Aber es sind wirklich die Züge, wo es heisst, dass Leute können sich nicht verwirklichen und sie sind nicht ein Teil von der Gesellschaft. Das ist, wo ich Dennis, oder die können nicht ein Teil von der Gesellschaft sein. Mhm. Dann finde ich es problematisch. Und ich denke, für euch, die wirklich Migrationshintergrund haben, das ist manchmal viel schwieriger als für mich. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, den ich dir, Jessie, gerne aufgreifen würde. Einfach das Ganze in der Schweiz, wenn man zwar schon hier ist, aber einen Migrationshintergrund hat. Ob das dann etwas anderes ist jetzt effektiv als jemand, der zugewandert ist, vielleicht auch erst im Erwachsenenalter und so. Und vielleicht, dass man sich einfach auch mal damit zufrieden gibt. Und jetzt vielleicht auch verweisen auf unsere Generation, sage ich jetzt mal, so ein bisschen jünger, so ein bisschen, hey, wir tun auch unsere Schnurren auf, so ein bisschen. Ich persönlich finde das auch noch schwierig, wirklich so zu sagen, hey, im Fall, es ist gut, ich brauche jetzt kein Hochdeutsch. Sondern so, ah ja, der halt, gib mir damit zufrieden, rede ich halt heute 5 Minuten Hochdeutsch, dann gehe ich wieder hey. Wie ist das bei dir? Ja, also ich habe das Gefühl, für mich, ich habe das eigentlich immer als Chance gesehen. Also ich sehe das auch noch heute als extreme Chance, eben wie die zwei Seiten zu haben. Also es ist wirklich, man kann eben mal zeigen, auch, dass man auch etwas erreichen kann, wenn man eben vielleicht einen Migrationshintergrund hat, dass man auch schlau sein kann, dass man auch studieren kann, dass man auch seine Träume verwirklichen kann. Ich glaube, das ist etwas, was mir wahnsinnig immer schon ist wichtig war als Kind. Und auch meine Eltern mir extrem mitgegeben, hey, wenn du etwas glaubst und etwas willst erreichen, dann mach es und lass dich von niemandem aufhalten. Und ich sehe es als riesige Chance, heute können, ja, eine Person vom öffentlichen Leben sein und sagen, hey, ja, das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Und egal, ob mein Papi vom Kongo ist oder nicht. Und mein Papi hat sicher viel schwierigere Zeiten gehabt und hat viel mehr Mühe gehabt, mit Arbeit zu finden. Und hat irgendwie nach 30 Jahren in der Schweiz noch kein Deutsch können, weil er irgendwie nie den Anschluss hat gefunden. Und er hat das eins zu eins mitbekommen, wie schwierig das kann sein. Und da habe ich natürlich viel weniger Hürden gehabt als mixed, oder? Wenn du die Sprache wenigstens kannst oder mit aufgewachsen bist und weil die Mami halt noch weiss ist und du den Schweizer Pass hast, hast du viel weniger Hürden. Und ich glaube, das ist halt so, ja, für mich war es immer eine Chance gewesen, mit dem etwas können zu machen. Aber wenn ich an meinen Vater denke, der lebt heute in Amerika und der hat sich nie wohl gefühlt hier. Ein bisschen sicher auch selbst verschulden. Man darf nicht alles entschuldigen. Aber ich glaube, er hat schon auch probiert. Und er ist ein aufgeschlossener Mann, so wie ich auch, und sehr empathisch und sehr kommunikativ und aufgestellt. Aber es ist schon eben so strukturell oder in Institutionen oder beim Job bewerben. Mhm. Er hat zum Beispiel, er ist ein hochintelligenter Mann, hat im Ausland Kriminologie studiert und hat hier einfach als Reinigungskraft, ohne das abzuwerten, geschafft. Weil das, was er, das Diplom, das er hatte, hat hier überhaupt keine Anerkennung gehabt. Er konnte 3 Jahre studieren in Paris und spricht 6 oder 7 Sprachen besser als ich. Das hat niemand interessiert.
Ja. Und dass du dann einmal nach 20 Jahren sagst, hey, wisst ihr was, leckt mir. Also, ja, also das verstehe ich. Das sehe ich absolut auch. Ja, also von Generation zu Generation, du sagst es selber, es variiert mega. Und in dem Sinn, auch den Anschluss zu finden, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Eben, sei es, dass man nach 30 Jahren oder 20 Jahren in der Schweiz immer noch nicht perfekt Schweizerdeutsch kann. Ich fange jetzt nicht an, studieren Sprache. Ich könnte jetzt ein paar Theorien aufzählen, sage jetzt nichts dazu. Vielmehr wollte ich Marto fragen, wie es bei dir war. Deine Eltern sind ja auch erst nachträglich sozusagen in die Schweiz gekommen. Und du bist zwar hier aufgewachsen und alles Berndeutsch par excellence, aber deine Eltern nicht. Wahrscheinlich. Oder ja, sie sind dazugekommen sozusagen. Sie sind nicht schon hier gross geworden. Nein, absolut nicht. Also, wir sind im 97 gekommen und mit anderen Familien. Und er hat es gerne vom Flughafen geheißen. So, hey, mein Vater hat sich mega gefreut. So, im Fall, okay, La Suisse, Französisch, Bilingue und so Zeugs. Und dann hat es geheißen, wir müssen auf Bern. Und dann ins Emmental. Und mein Vater hat gedacht, nicht so geil, aber ja. Machen. Und dann eben auch eine starke Spiegelung eben nach beide. Also ich bin auch, komme auch aus einer akademischen Familie im Ursprung. Mein Vater hat dann wieder von null müssen anfangen mit Studieren. Meine Mutter hat dann sechs mehr oder weniger coole Kinder gehabt, die einem viel gegeben haben. Also ja, viel zu tun. Und genau, und wir sind da eben ein bisschen aufgewachsen, viel gezügelt, mega viel dürfen lernen. Und jetzt eben, 97 und jetzt bin ich 27 und jetzt rede ich viel mit meinen Eltern über die Migration und das finde ich mega spannend, vielleicht darf ich noch schnell ausholen, eben das häufig reden wir eben von Ausländern und Punkt, oder wir reden von Migrantinnen oder Asylsuchenden oder Schutzsuchenden und ich habe mit mega mal, also ich habe mit meinen Eltern geredet, so wie ich es war, bevor sie migriert sind und es ist mega spannend. Also, es hat eine Zeit gegeben, bevor sie da waren, und die Zeit kenne ich nicht. Und dann irgendwann jetzt mal Migrationsgrund gegeben. Irgendetwas war nicht so cool gewesen, oder zum Teil recht verschissen. Und dann hat es eine Leidensdruck gegeben und dann ist mal die Entscheidung gekommen, hey, im Fall, hey, wir müssen weg. Und dann hat es eine Vorbereitungszeit gegeben. Zum Teil sind die Vorbereitungszeiten jetzt auch bei jüngsten Beispielen ein paar 24 Stunden. Und dann muss man schauen, dass der Pass irgendwie in Ordnung ist, wenn er nicht abläuft. Das ist etwas, no chance. Und dann kommt dann mal die physische Migration. Viel Trauma, das, was sie erlebt haben, oder viele Leute erleben, die migrieren. Und dann kommt die Schutz- und Niederlassungssuche. Hoffentlich klappt es. Und dann ja, kommt man an. Und dann gibt es ganz, ganz viele Widersprüche. Und man sollte, und man muss zum Amt, und man muss noch dort und hier. Und jemand rennt und scheiße. Also ich hoffe, man darf fluchen. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich habe es nicht verboten. Also okay, cool. Nein, und dann kommt so die Angewöhnungszeit und Anpassungszeit, die zum Beispiel bei mir angefangen hat. Ich bin eben mit zwei hier in die Schweiz gekommen. Und ich habe mich, also ich habe nichts anderes gekannt. Aber meine Eltern mussten sich mega anpassen. Sie mussten mega herausfinden, wie geht das alles. Und ich durfte das alles so ein bisschen mit, also Muttermilch oder Vatermilch, das ist ganz komisch. Aber einfach, ich konnte es automatisch so ein bisschen aufnehmen. Aufgrund des Umfelds, im 97 sind noch viele Leute aus heutigen Sri Lanka gekommen, Balkanstaaten. Und mit diesen Leuten konnte ich so ein bisschen mega viele Sachen erfahren und herausfinden. Und dann die gute alte Integration ist bei mir schnell gegangen, bei meinen Eltern ein bisschen länger, obwohl sie wollen. Und jetzt bin ich so ein bisschen in einem postmigrantischen Kontext. Also, ich bin, man kann schon sagen, ich bin Migrant, aber 25 Jahre, wie lange soll ich noch Migrant, ja, als Migrant betitelt werden? Und die Frage ist halt eben auch, folgt vielleicht auch eine nächste Migration? Jetzt, wie zum Beispiel bei deinem Vater, wo man sagt, hey, ich habe es gesehen, ich habe es cool gehabt, es hat gefällt, mehr oder weniger, aber hey, andere Orte sind auch schön. Why not? Ja, absolut. Also noch zu deinen 25 Jahren hier, von 27, auf die zwei Jahre kommt es ja dann auch nicht drauf an. Ich meine, eben, du bist dein ganzes Leben hier gewesen. Und von dem ist es auch sehr spannend, bist eben in diesem postmigrantischen Denken drin und kannst dich auch mit Leuten auseinandersetzen, die vielleicht auch das Gleiche erlebt haben wie du. Payal hat da etwas dazu sagen. Ja, ganz kurz zu sagen, ich glaube, Jessys Vater ist nicht gegangen, weil er Respekt hat und hat es ganz gut gefunden. Aber obwohl es stimmt, was du sagst, dass für jede Generation ist es einfacher und mit der Zeit ist man akzeptiert, obwohl man sieht auch in den USA, dass die vierte, fünfte Generation von Japanern und Japanerinnen, Chineser und Chineserinnen
werden trotzdem nicht ganz akzeptiert. Die sind seit 5 Generationen da. Wenn ein Italiener ist da, die 2. Generation ist schon akzeptiert. Oder? Und das hat natürlich mit der Hautfarbe zu tun. Aber was ich wollte wirklich sagen ist, obwohl es für euch einfacher ist, wenn wir schauen die Statistik an, es zeigt noch immer strukturell, dein Name ist ein balkanischer Name. Es ist viel schwieriger, auch wenn du gute Noten hast, dass du kriegst ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz. Und das darf man nicht vergessen. Ja, absolut. Finde ich ein ganz wichtiges Thema auch, dass du sagst, hey, im Fall anhand vom Nachnamen sieht man nicht, was das für eine Person ist. Und nur weil eben eine Person vielleicht mal so ist, sind doch nicht alle so. Und das bringt mich auch schon zur zweiten Frage, die ich noch gerne stellen würde. Wir hatten die auf den Flipcharts. Person X kommt aus Land Y und ist so und so. Also alle von dort sind so. Also gemäss ein paar Ideen, die hier in der Schweiz verteilt sind, fahre ich mega schnell auf Autobahnen. Hinter mir schneckelt es. Ich fahre langsam. Genau, wie ist das bei euch? Also wie seht ihr das? Wie steht ihr zu solchen Äußerungen? Hat es irgendetwas? Wo sind Klischees bis woher? Und wo hat es vielleicht etwas Wahres? Also jetzt so in Sachen, mal einen Praktikumsplatz bekommen oder so. Also vielleicht in meiner Familie kann man sagen, ja, die sind etwas zu perfektionistisch. Aber das gilt nur für die 5, die hier zusammen wohnen. Genau, kann man das dann auf alle anwenden? Sind auf einmal alle Albaner zu perfektionistisch? Hey, mega spannend. Ich habe jetzt auch das grösste Klischee gedacht, zu hey, eben, Kongolesen können mega gut tanzen. Hey, ich kann es nicht. Ich bin der, der im Ecken steht, mit meinem Getränk und so ein bisschen links, rechts. Und die Leute haben die Erwartung, dass ich da irgendeine krasse Choreografie mache mit einem Salto. Nein, nicht mal vielleicht. Nein, lass mich sein. Also, Jesse, wie ist das bei dir mit dem Kongo und Tanzen? Es ist wirklich so. Aber das Problem ist natürlich, dass meine Mutter immer sagt, oh, die Papi hat so gut können tanzen. Also, gut. Ich weiss nicht, wie viel das... Eben, ja, ich bin jetzt auch so Moatia-Moatia-Tänzer, aber sicher nicht kein Taktgefühl. Ja, es ist sicher oft Klischee. Oftmals ist es auch Dummheit. Also inwiefern Dummheit? Ja, ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass es ist halt immer einfach eine kleine Gruppe von einer kleinen Gruppe Leute auf alle zu schliessen. Ich finde, das ist einfach immer der bequemste Weg. Ich habe 2, 3, die ich kenne, also sind alle so. Man muss sich nicht damit beschäftigen, man muss nicht die anderen lernen kennen, man muss es nicht hinterfragen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen, manchmal der einfachste. Ja. Weg. Also wenn du es so anschaust, kann man auch sagen, das ist eine Form von Selbstschutz irgendwo durch. Ich habe auf dem Plakat gelesen, so ein bisschen Angst vor dem Fremden. Also sagen wir doch mal, alle sind schlecht, dann muss ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Wie seht ihr das? Ich glaube, ja. Ich finde aber auch das, was du gesagt hast, mit eben. Ich hoffe, ich kann es cool, also so cool wiedergeben, wie du es gemacht hast. Mit dem Einfachen. Es ist halt eben, die Menschansicht ist einfach gestrickt. Je einfacher, desto besser. Und die Sache ist halt eben, es ist nicht mehr so einfach. Also es gibt irgendwie mehr Realitäten. Man geht meistens von einer persönlichen Realität aus, die man hat, die man kennt, wo man sich dann wohlfühlt. Und wenn etwas abweichend ist, dann ist es schwierig. Und das ist bei allen Themen mega schwierig. Da kann man eigentlich nur auf eine gewisse Flexibilität hoffen und auch auf eine gewisse Resilienz. Also nicht, dass aufgrund vom eine Situation plötzlich alles negativ behaftet ist und vor allem auch hinsichtlich Migration, dass man vielleicht auch Migration als Ressource, nicht nur als Ressource, aber auch als Ressource kann sehen. Ja, total. Also ganz spannend, das ist ja so. Migration kann auch eine Ressource sein. Auch vor allem, wenn man im eigenen Land ist, in Anführungszeichen, und dann Leute kommen dazu. Wie ist es denn eigentlich so auf nationaler Ebene? Also ich habe auch auf dem einen Plakat, wo es darum ging, findet Rassismus nur zwischen verschiedenen Nationalitäten oder auch innerhalb eines Landes statt? Wie ist es so mit, sagen wir jetzt mal, Kantönli-Kultur, Berner reden langsam, Zürcher sind mühsam, etc. Was ist das? Wie sagt man dem, Peil, willst du gleich ansetzen? Ja, ich würde sagen, schau, wenn du hast diese Klischees, wo es ist ein bisschen lustig oder über die Kultur, das ist okay, weil wir denken schon immer, dass Leute aus Brasilien Partys gern haben. Und
meine beste Freundin von meiner Doktorarbeit kommt aus Brasilien und ich sage dir, sie möchte immer 10 Uhr ins Bett gehen, sie würde viel lieber einfach, dass wir zu viert sind und hat ein feines Essen und so. Und das ist so ein Charakterding, aber es hat natürlich ein Stück weit in der Kultur ist das etwas, was Wert hat oder in meiner Kultur und ich bin so, ich finde es extrem schwierig in der Schweiz rechtzeitig irgendwo zu kommen. Außer wenn ich muss reden, dann komme ich schon mehr oder weniger rechtzeitig. Und das ist mir sagen, dass wir haben IST, Indian Standard Time. Und in der Schweiz so Kleinigkeiten, okay, über die verschiedenen Regionen ist okay. Es ist nicht okay, wenn es heißt, dann plötzlich sind Leute aus Tessin weniger wert. Die können weniger gut arbeiten. Und ich glaube, das ist, was gefährlich ist, oder? Weil wir haben schon Unterschiede um verschiedene Kulturen und dann kann man schon manchmal lustige Züge zeigen und die sind schon vielleicht 60%, 70% wahr. Aber sobald es geht, dass jemand weniger Wert hat, für mich ist es wo ist einfach, sorry, es ist fertig. Und das ist wo zum Beispiel auch mit Sexismus ist dieses Ding, wo es geht darum, dass eine Frau weniger kann als ein Mann. Und dann vergiss, was das heißt für unsere Transbrüder und Schwestern, oder? Ja, voll. Also das geht, wie du sagst, es geht noch in mega viele weitere Themenbereiche rein, wo ich liebend gerne noch heute schnell die ganze Nacht darüber reden würde. Genau, aber für dass wir noch heute auf dieser kantonalen Ebene bleiben oder auch innerhalb eines Landes für Leute, die hier sind, aufgewachsen sind. Ich habe mir auch schon müssen anhören, hey, Leute von Frutigen sind doch eh alle recht, sind alles Bauern. Nein, sind sie nicht. Und ich bin stolz, aus dem Berner Oberland zu kommen. Ich war letztes Jahr auch an diesem Podium als Rednerin und habe genau das gesagt. Du bist da immer noch dazu. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr da auch so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt mitgemacht, aber wie habt ihr das erlebt? Also ich habe es in der Oberstufenzeit auch schon gemerkt, ich habe es im Gymnasium immer wieder gemerkt, schon zwischen den einzelnen Dörfchen bestehen Unterschiede. Frutiger sind nicht Reichenbacher im Fall. Ja, das ist ja so. Ja, genau. Das ist ja so. Wie kennst du es in diesem Fall? Ja, natürlich habe ich mich so manchmal dabei verwünscht, auch die Sachen nachzureden. Weil es geht wieder ins Gleiche rein, oder? Man weiss es irgendwie nicht und der andere erzählt es und dann ist es auch so. Und ich finde einfach, wenn man, ich sage jetzt mal, als Kind oder Jugendlichen hat man vielleicht noch nicht so Zeit, sich mit dem zu beschäftigen und man geht noch nicht so forschen, sind die wirklich so knorzisiechen dort in diesem Frutig oder was auch immer, oder? Also, ja, du tust es halt als Wahrheit für dich auch so abhäkeln und redest es so weiter. Okay. Als Kind, Jugendlichen kann man das noch so ein bisschen entschuldigen, manchmal hier und da. Wenn wir jetzt in diesem Kantönchen oder regionalen Thema sind, grössere Sachen natürlich auch nicht. Aber wenn man als Erwachsener natürlich auch weiterhin noch so ist. Und natürlich, dann, wenn man irgendwie in Zünibach wohnt, sagt man, wir sind halt schon viel cooler als die da am Krachen oben und so, oder der weiss es doch einfach auch nicht anders wissen. Seien wir ehrlich, das ist doch eben auch wieder das andere Thema. Es ist halt einfach, es ist einfach so und man will sich doch oft auch gar nicht vom Positiven überzeugen oder sich selber vom Positiven lassen. Manchmal kann man doch auch schauen, ist es denn vielleicht anders? Ist der vielleicht auch nicht auch mega offen, der zu Frutigen? Ja. Also, es hat auch sehr viel mit Eigeninitiativen irgendwie, finde ich, zu tun. Wenn ich doch mich überzeugen will, dass Kongolesen alle gut tanzen können, dann frage ich doch einfach mal draussen 10. Dann habe ich mal so einen Ansatz. Mal 10 haben gesagt, sie können es. Die Chance ist hoch. Aber wenn ich natürlich einfach nachher plappere, wo meine Mutter das immer gesagt hat, die Papi gut tanzt, also tanzen alle gut. Ja, auf welchem Wissen basiert denn das? Ja. Absolut. Also, ich weiß nicht warum, du tust immer meine Fragen gut vorbereiten. Eine nächste Frage wäre. Du hast ja lange Fußball gespielt, ich bin gewöhnt, so Pässe zu spielen. Sehr schön. Also, nehme ich wirklich dankend entgegen. Ich würde noch da gerne einhängen. Aber einerseits mit dem Kindlichen, das ist total legitim. Also, ich habe ein 6-jähriges, herziges Gottemädchen und sie stellt mega viele Fragen. Mega viele sind davon unangenehm, etc. Aber es ist mega herzig. Aber sie zum Beispiel würde jetzt nie sagen, ich bin keine Rassistin, aber ich finde schon, dass Götti Mardo, apropos XY. Also das ist irgendwie etwas, was mit dem Alter irgendwie gesagt wird. Kleine Kinder sagen das zum Beispiel nicht. Und eben das dann irgendwie brauchen, das Argument von der kindlichen Neugier, nein. Und das Angeben wegen dem Kantönli und wegen dem Ländli-Geist oder Oberstufe, Unterstufe, haben wir auch gehabt.
Jetzt mittlerweile muss ich fragen, hey, auf was bin ich eigentlich stolz gewesen, dass wir Erfolg hatten und sie nicht. Dass ich ein Ciao hatte und sie nicht. Oder wo, also, ja, auf was ist man eigentlich stolz? Und was sagt so meine Beziehung zu, so wie du angesprochen hast, zu den anderen aus? Also bin ich stolz oder habe ich mehr Angst aufgrund von, oder bin ich verwirrt, weil plötzlich gibt es jemanden, der anders ist oder auch das Ciao hat. Oder ja, so ein bisschen wegkommen vom Defizit orientieren. Ja. Absolut. Also, ich würde euch am liebsten gar nicht erst unterbrechen, weil ich euch auch sehr gerne zuhören. Aber eben, wie du gesagt hast, eben, auf was bin ich denn auch stolz? Was gehört irgendwo auch zu mir? Was gehört weniger zu mir? Was gehört zu den anderen? Das Differenzieren und einfach jetzt von deiner Seite auch mal das Hergehen und schauen, ja, wie viel von 10 Kongolesen zum Beispiel können tanzen und wie viel können es halt nicht. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was kann man denn dagegen machen, wenn man jetzt mal so Klischees hat, Vorurteile. Und dann auch irgendwo durch, wenn merkt ihr, dass ihr vielleicht auch rassistisch selber seid, sozusagen. Das ist eine sehr heikle Frage, eine persönliche Frage irgendwo durch auch. Ich durfte vorhin ein paar Diskussionen zuhören. Und eben die Angst vor dem Fremden einerseits war um. Es war auch um, man kennt etwas, also ist alles so. Und dass man auch alles so ein bisschen die gleiche Schublade schmeißt, unbewusst. Und eben, du hast schon gesagt, die menschliche Psyche irgendwo durch ist sehr einfach gestrickt. So. A gleich B, aha, also A gleich X, Y, Z bis unendlich sozusagen. Genau, also wo könnte man da auf individueller Ebene eigentlich ansetzen, selber so, hey, im Fall, nur weil die Kinder da vorne beide Schlitzaugen haben, heisst nicht, dass beide aus Japan kommen oder beide aus China oder beide aus Korea oder wo immer. Genau, also das Bewusstsein irgendwo durch auch. Jesse, willst du gleich anfangen? Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Es ist mit dem, was wir heute Abend hier machen, machen wir einen ersten Schritt. Es ist ganz viel Aufklärung. Ich denke, bei den kleinen Kindern ist es Erziehung. Es liegt an den Eltern, dem Kind zu erklären, wieso das eine Kruseli hat und das andere nicht und dass das okay ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das ist das, was wir machen können. Also ich glaube, Erziehung ist sehr, sehr wichtig. Dann eben Aufklärung, so Anlässe wie heute. Nicht einfach zuschauen, halt jemand auch mal darauf hinweisen, wenn man merkt, jetzt ist irgendwie eine komische Bemerkung gefallen, auch mal sagen, hey, du, also, wie kommst du jetzt genau auf das? Oder was ist jetzt da deine Erkenntnis? Ich finde, nicht einfach wegschauen. Oder ich jetzt, wo, sage jetzt mal, ich habe glaube, wirklich viel Glück gehabt bis heute, dass ich sehr wenige eben böse, rassistische Bemerkungen oder ich habe selten das Gefühl, dass ich aufgrund von meinem Nachnamen Kama Kalonji, der jetzt auch nicht so in aller Munde ist, darum nenne ich mich Jesse Rich, das ist etwas ein einfacher. Nein, aber ich habe nicht so viele Nachteile gespürt. Und ich glaube, ich schätze mich sehr glücklich. Aber es heisst nicht, dass ich wegschauen muss. Also es heisst nicht, dass ich dann einfach eben nichts zu diesem Thema zu sagen habe, wo ich ja Glück hatte, was mir nie passiert ist. Wenn ich jemanden merke, der sich dumm verhält oder eine dumme Aussage macht, sage ich, du, also... Das ist nicht so. Und ich glaube, das können wir machen. Und natürlich selber sich auch regen den Nase nehmen. Also zum anderen Thema. Logisch verwünsche ich mich auch, dass ich manchmal rassistische Aussagen mache oder mich rassistisch verhalte. Bei mir fällt es dort an, wenn ich merke, dass die Leute das als Ausrede brauchen. Da habe ich Mühe. Ich habe Mühe, wenn es nachher Leute gibt, Migration oder nicht, oder eingewandert oder was auch immer, und sich dann auf dem ausruhen, es ist halt schwierig. Oder sich aus dem, ich bin halt anders. Oder, ah, es ist halt so und es ist halt so. Und da rede ich, glaube auch wieder ein bisschen aus Erfahrung. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Papi hat viel zu früh aufgegeben. Einfach, den Biss zu haben und zu sagen, ich schaffe das und ich zeige es jetzt. Und ich glaube, ich wäre nicht einfach jetzt ins nächste Land und hätte mich dort auch wieder, sondern ich wäre hier geblieben und hätte... Ja. Also, ich wollte ihm keinen Vorwurf machen, ich verstehe das. Und ich habe natürlich... Ich trage sehr viel von dem, was er nicht geschafft hat, in seinen Augen trage ich heute auf meinem Rücken aus, wo ich sage, hey, das passiert mir nicht. Und das ist das, was ich daraus lernen muss, von meinen Eltern. Aber ich denke einfach, ja, jetzt hat natürlich den Faden verloren. Vielleicht hast du ich habe dir 100% zugelassen. Ja, du weißt es. Absolut. Ausgang habe ich weißt, verpasst. Zu deinem Vater, ist mega, mega spannend, aber die Frage ist nachher, wie war findet Amina der Vater jemals wieder? Also ich habe jetzt gerade verloren. Ja, ich wäre voll bereit gewesen. Aber was ich mega spannend finde, ist, eben, dass man sich auch an der eigenen Nase nimmt und vielleicht eben, je nachdem einfach mal das macht, was vielleicht andere vor dir auch nicht gemacht haben in dem Sinn. Also wie, ich wollte dir noch eine Frage, meinst du, es ist auch überhaupt möglich irgendwo durch, dass eben die Vater an diesem Punkt ankommen, so, hey, jetzt ist gut, jetzt muss ich mich nicht mehr dagegen haben oder so.
Klar, man ist seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, man hat 3 Generationen, also wie hier angesiedelt in dem Sinn. Also ich bin jetzt 2. Generation, Ausländerin oder was auch immer. Und ich habe mich echt gefragt, wird mein Grosse jemals an dem Punkt ankommen, wo sie wird sagen, so, jetzt kann ich aufhören, jetzt ist gut. Jetzt, also es haben sie eh alle gerne im Dorf, zum Glück, aber wird sie jemals an dem Punkt sein? Und von dem her, vielleicht auch zu deinem Papi, könnte er jemals an dem Punkt sein? Das ist eine gute Frage. Also, das habe ich mir so ehrlich gesagt noch nie überlegt. Und ich glaube, er würde sagen Nein. Da bin ich ganz sicher. Er würde sagen Nein, das hätte ich nie geschafft. Und darum ist er auch gegangen, gehe ich davon aus. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie er das denn anders hätte sollen machen, dass es eben geht. Ja. Dass er plötzlich an dem Punkt ist, wo er sagt, jetzt habe ich das, was mir zusteht. Und ich glaube, eben, wenn man studiert ist und wahnsinnig eigentlich viel weiss und wahnsinnig intelligent ist und aber die Chance gar nie bekommt, das irgendwie zu zeigen, soll man sich damit weniger zufrieden geben? Das ist eben das Problem. Glaube ich auch nicht. Oder? Ja. Also darum, eben, wie gesagt, ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf. Es ist, ja, gehst du mit weniger zufrieden, hast du es dann vielleicht geschafft, ja. Die Sache ist halt auch, es kommt nicht nur auf deinen Vater drauf an, sondern auch um das Umfeld nach irgendwo durch. Richtig. Also was sagt der Rest vom Emmental zum Beispiel zu deinen Eltern? Also nicht die konkrete Frage, aber wie würdest du das angehen oder sehen? Hey, ist eine mega gute Frage. Also ich tue es nochmal wiederholen, damit ich es richtig verstanden habe. Was kann man als Individuum eigentlich machen eben gegen Rassismus? Sonst bitte korrigieren. Hey, einfach mal eben, Anerkennung ist schon mal gefallen. Das ist sicher mal wichtig, auch sich selber weiterbildet. Das ist ein Konstrukt, das schon so lange schon mit uns lebt und schon in jeglichem Buch mitschwebt und alles Mögliche. Und ich kann das so ein bisschen ansprechen und hinterfragen als Individuum. Das versuche ich auch so viel wie möglich. Aber auch zum Teil mitfühlen und mitleiden und Empathie. Es wird irgendwie um etwas auftun, aber eben, wo du vorhin so das mit den Augen erzählt hast, von den asiatisch staunenden Menschen, bin ich so gesehen, hat es mir jetzt so, fuck. Aber einfach immer wieder so ein bisschen bewusst werden, wie das aussieht. Und das Ding ist halt eben auch, wenn man sich auf den Weg begeben hat, sieht man mega viel neue Eindrücke, man tut Sachen in Frage, man sieht zum Beispiel die geliebte Altstadt und all die Merkmale in einem ganz anderen Licht. Und da ist es auch wichtig, auch austauschen. Ich habe zum Beispiel ein mega spannendes Beispiel, oder für mich war es mega spannend, einfach aus, basierend im Emmental Weihnachten eingeladen werden an Familientischen. Und da hat es immer so einen Onkel gegeben, der da irgendwie auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, hey, das und das geht nicht und man darf ja nichts mehr sagen und etc. Und alle haben so ein bisschen genickt und ja, und ist gut, und auf die Dauer geschaut. Und der hat einfach da 3-4 Stunden rausgelassen. Und ich dachte so einfach, hey, das ist speziell. Und es ist halt, da haben wir eben mega viele Gedanken gemacht mal während einem halben Jahr und ich habe das Gefühl so, es ist halt eine gewisse Machtdynamik, die bleibt, wenn man nichts sagt, wenn man dem Onkel nicht mal sagt, hey, du, das nächste Mal bist du einfach nicht eingeladen, also hol dir etwas vom Mac und geh heim, wir haben keinen Bock mehr. Und die Schwierigkeit ist halt eben auch, wenn der Onkel das jetzt in der Familie macht oder am Familientisch, das ist noch eins. Aber es ist, wenn der Onkel plötzlich Vorsitzender ist von der Migrationsbehörde oder sonst etwas, oder der Kommissar von der Dorfpolizei. Und der immer wieder die Sachen sagt mit, ich habe nichts gegen Klimajugend, aber falls ich mal jemanden sehe, dann hole ich ihn um. Oder ich habe nichts gegen Feminismus, aber die XY und all diese Sachen. Ja. Und aber auch beim Rassismus. Und eben noch zum Auflösen, es ist dann effektiv mal vorgekommen bei meiner Familie, dass mal so eine Aussage gefallen ist, vor x Jahren. Und ich habe jetzt mal mit ihm darüber reden können. Das war nicht mein Onkel. Aber haben wir mit ihm darüber reden und er konnte sagen, im Fall, hey, ja, er hat einfach aufgrund von damaligen Sachen, die wir wieder gefahren sind, hat er das irgendwie mega gespürt. Mhm. Und hat sich dann Gedanken gemacht, um es hat adressiert und hat auch Angst gehabt. Und dann kann man in so Momenten die Leute auffahren und sagen, hey, alles gut, wir alle haben Angst, wir alle zeigen zum Teil das Verhalten, du bist kein Monster, aber mach einfach, schaff an dich. Ja. Genau. Das ist mega, genau so, so muss man, genau so muss man. Da bin ich absolut überzeugt, dass man auch mit Eigeninitiativen schon mega viel machen kann. Schon der Fakt, dass wir alle hier heute versammelt sind, ist auch schon etwas mega Riesiges. Also es passiert nicht nur in meinem Kopf so, es gibt noch andere, die darüber nachdenken. Und das Bewusstsein zu schaffen, ist einfach etwas mega, mega Grosses. Das andere, eigentlich schon fast meine Schlussfrage leider, die ich noch stellen wollte. Eigentlich haben sie es noch nicht
Es passt zu dieser Frage wahrscheinlich. Nämlich, ist es überhaupt vorstellbar, dass man so daran arbeiten kann, dass man irgendwann zu einer Gesellschaft kommt, die echt weniger Rassismus hat oder gar keinen, im besten Fall? Paioli, lass dich anfangen. Ja, ich werde eigentlich die andere Frage beantworten. Weißt, fast alle Migranten, die nicht aus dem globalen Süden sind, Norden sind oder nicht aus wohlhabende Familie wie meine aus dem Süden, sind hier nicht, weil sie möchten hier sein. Sie sind hier, weil entweder die müssen flüchten, weil es hat Unruhe, Krieg gegeben in ihrem Land. Die sind aktiv gewesen und bedroht. Oder die sind so arm und die Wirtschaft ist so schlecht in ihrem Land, dass die einzige Art, wie sie für ihre Familie schauen kann, ist einfach wegzugehen. Einfach bitte das nicht vergessen. Leute kommen nicht, weil sie finden, oh ja, das wäre cool, in den Alpen zu wohnen. Nein, es ist nicht so. Wenn, dann sind die aus Saudi-Arabien, die sehr viel Geld haben, okay. Aber die kriegen sowieso ein Visum. Zweitens ist dann, du kommst hier und du hast diesen strukturellen Rassismus, den wir diskutiert haben. Dass du kannst sehr schlau sein, aber weil eben du hast einen albanischen Namen, du wirst gar nicht eingeladen für das Vorstellungsgespräch. Und Leute probieren und du hörst ewig über immer wieder die gleichen Sprüche, die gleichen Vorurteile und du hast irgendwann satt. Und es ist egal, wie viel du versucht hast, weil ich weiß, es gibt viele Jugendliche, die sind hier aufgewachsen, die haben ihr Bestes gegeben und es ist einfach nicht gut genug. Und das Letzte ist, dass es tut mir wirklich leid, aber wenn mein Mann nicht Schweizer wäre und von Bern wäre, ich wäre längst gegangen, weil ich habe satt. In einem Land zu wohnen, die mich nicht will, will mich nicht anerkennen. Ich bin, entweder bin ich zu gut und eine braune Frau soll nicht so gut sein oder ich soll einfach ich soll mich glücklich fühlen, dass ich darf hier wohnen. Und viele von den Leuten, die hier gekommen sind, vielleicht deine Familie, sie können nicht gehen. Es ist egal, ob sie möchten gehen. Die haben nicht dieses Privileg. Mhm. Und von dem her, für mich ist es sehr wichtig, das auch nicht zu vergessen. Und es gibt einen Grund, warum irgendwann Leute geben auf, weil die sind so frustriert. Ja, also das sind mega viele wichtige Begriffe von deiner Seite, Kate. Was darf man? Oder was sollte man sowieso dürfen? Wo darf man bleiben? Wo darf man sein? Wo will man sein am Schluss? Und wo ist man nachher auch angebunden irgendwo durch? Wo hat man Frustration? Wo hat man das Glück, das Privileg, irgendwo dürfen zu sein? Das sind mega, viele, mega spannende Begriffe, die ich auch sehr gerne weiter diskutieren würde. Auch anhand von dieser letzten Frage. Ist es überhaupt vorstellbar, dass es ohne Rassismus funktioniert? Aber aus zeitlichen Gründen muss ich die euch leider auf den Heimweg mitgeben. Und euch allen auch. Also macht euch sicher Gedanken zu dieser Frage. Wir sind nämlich eigentlich schon am Ende von dieser Podiumsdiskussion angekommen. Es ist ratzfatz gegangen. Genau. Und von dem her wären wir schon am Schluss. Und ich wollte mich echt ganz herzlich bei euch bedanken. Könnt ihr noch kurz an, es gibt dann auch noch das 1:1-Interview. Nicht vergessen, also bleibt sitzen. Genau. Aber in dem Sinn, Jesse, Marto, Payel, ich wollte euch ganz, ganz herzlich danken auch für eure Offenheit. Es war wirklich mega, mega spannend, euch zuzuhören. Also so hobbymässig jeden Freitag Podium mit euch würde noch drinnen liegen, würde ich sagen. Genau, und von dem her würde ich euch ganz, ganz herzlich danken, auch euch, dem Publikum. Merci vielmals, seid ihr alle da. Merci vielmals, macht ihr noch Gedanken, weiter noch Gedanken machen. Der Wille zählt ist so ein banaler Spruch, aber er macht so viel Sinn. Genau. Und von dem her, was ich sonst noch sagen kann, merci an die Technik dort hinten, Samuel Müller und dem Yves Brücker und dem ganzen Team generell. Und jetzt sieht es so aus, als müsste ich mir selber schnell danken, der Moderatorin. Merci an mir selber. Noch nicht. Genau. Voilà. Und das war das Podium. Ich bin nicht Rassistin, aber von uns Generationen-Tandem. Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.